Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um ein Thema, was wir, glaube ich, alle nicht als unser Lieblingsthema beim Stricken bezeichnen würden, ums Fädenvernähen. Wenn ihr so seid wie ich, dann schiebt ihr das gerne auch mal ganz lange auf und es liegen noch mehrere eigentlich fertige Projekte bei euch rum, wo ihr einfach nur noch die Fäden vernähen müsst. Und ich habe in letzter Zeit häufiger von euch mal Fragen bekommen, wie man eigentlich richtig Fäden vernäht, beziehungsweise wie man bei Farbübergängen Fäden vernäht oder wie man in einer Arbeitsfläche Fäden vernäht oder am Rand. Also da gibt es ja ganz viele Situationen, wo Fäden hängen können, die am Ende vernäht werden können. Deswegen habe ich euch heute mal zwei Arbeitsstücke vorbereitet, bei denen ich euch zeige, wie ihr es schafft, dass man, auch wenn man in der Mitte zum Beispiel einen Farbübergang hat, das gar nicht mehr sehen kann und wie man da die Fäden schön vernähen kann, aber auch wie man am Rand oder generell auf der Rückseite von der Arbeit Fäden vernähen kann und auch wie das Ganze funktioniert, wenn man zum Beispiel ein Muster hat, wie ein Rippmuster oder so, also wie man da die Fäden vernähen kann, sodass man das später nicht mehr im Arbeitsstück sehen kann. Und ich weiß, das ist ein Thema, was wirklich so eine kleine, ja, das muss man am Ende noch schaffen, Thema ist beim Stricken. Das muss irgendwie man noch machen. Da dachte ich mir, ich mache mal ein Video dazu, um das Ganze, den Prozess ein bisschen zu vereinfachen oder euch Tipps zu geben, wie ich das so mache. Wenn ihr da noch irgendwie Tipps habt, wie man gut vernähen kann, wie ihr das macht oder wie ihr euch diesem Thema stellt, dann schreibt es doch gerne unten in die Kommentare noch. Da können wir eine kleine Sammlung draus machen, denn es gibt natürlich viele Situationen noch, in denen man irgendwie noch anders vernähen kann. Das sind jetzt einfach so ein paar Tipps und Tricks von mir, wie ich Fäden vernähe. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wenn du etwas glatt rechts gestrickt hast, also auf der einen Seite einfach nur rechte Maschen sind und auf der Rückseite linke Maschen, dann entsteht je nachdem, wenn du einen Farbübergang während einer Reihe hast, zum Beispiel auch wenn du in Runden strickst, zum Beispiel eine Socke und du möchtest hinten die Farbe wechseln, in Streifen stricken oder irgendein Muster, wo du eben in der Mitte dann einen Farbübergang hast, dann hast du hier irgendwo auf der Fläche zwei Fäden hängen, wo du entweder neu angesetzt hast den Faden, zum Beispiel dein Knäuel war leer und du hast ein neues angesetzt und dann haben wir hier diese Lücke. Oder du hast eben auch die Farbe gewechselt und dann sieht das Ganze so aus. Also du hast dann da so eine Stufe drin, weil wir eben ja das Muster dann in der einen Reihe aufgehört haben und dann da wieder angesetzt haben für das neue Muster, also für die neue Farbe. Und dadurch entsteht da so eine Stufe. Aber auch wenn du einfach in der Mitte zum Beispiel, genau wie gesagt, den Faden, der war leer und du hast ein neues Knäuel angefangen, dann entsteht da eben dieses Loch. Und wie man das richtig vernäht, dass da kein Loch entsteht und auch keine Stufe entsteht, sondern ein schöner Übergang von den Farben, das zeige ich euch jetzt. Und zwar braucht ihr dafür einfach eine Wollnadel, also eine etwas dickere Nadel, die ihr, ja, in die ihr die Fäden einfädeln könnt. Und wir fangen jetzt mit dem ersten Faden an. Wichtig ist, dass wir verfolgen können, wo unsere Maschen lang gehen. Das zeige ich euch jetzt gleich, denn wenn wir jetzt überlegen würden, hier ist ja unser Loch und auf der Rückseite hört hier der rote Faden auf. Also hier ist das Ende. Und dann habe ich den nächsten Faden angesetzt. Das heißt, eigentlich würde dieser rote Faden, hätte ich mit dem weitergestrickt, hier wieder reingehen und dann das verfolgen, wo jetzt unser rosa Faden lang geht. Also hier diesen Faden verfolgen. Und genauso beim rosa Faden würde der, wenn er jetzt mit dem roten verbunden wäre, hier weitergehen, wo der rote vorher wäre. Also ihr könnt mal bei euch nah dran gehen und schauen, wie das aussieht, wenn ihr den Faden genau verfolgt, wo der lang geht. Und ich fange jetzt an, den roten Faden als erstes zu vernähen und einfach den Faden auffädeln. Und jetzt verfolgen wir, wie gesagt, wo der Faden lang gegangen wäre. Wenn ich jetzt meinen Faden in die Richtung hier vernähen würde, also hier irgendwo, und den rosa Faden hier irgendwo vernähe, dann würde hier eben dieses Loch entstehen. Und deswegen gehen wir jetzt mit dem roten Faden in die Richtung weiter, wo eigentlich auch
dieser Faden hier aufgehört hätte oder wo der weitergegangen wäre. Und den rosa Faden vernähen wir nach links weiter. Wir fangen jetzt also mit dem roten an. Und damit keine Stufe entsteht, sondern schöner Farbübergang, schaue ich, wo das letzte Mal hier ein roter Faden lang gegangen ist. Also neben dem Loch sehe ich, dass hier der rote Faden lang geht. Könnt ihr das sehen? Hier geht's runter, hier geht dann der rote Faden lang. Und da steche ich dann auch hier unten durch diese Masche durch, um diesen Faden zu verfolgen. Das heißt, ich gehe jetzt hier einmal unten durch, damit sich das Loch schon schließt, wie ihr seht, und ziehe so ein bisschen da dran, um zu gucken, dass die Maschen von vorne die gleiche, ja, nicht irgendwie viel größer sind oder so oder viel zu eng gezogen. Schaue ich mir das dann von vorne einmal an. Und jetzt mache ich hier den rosa Faden mal ein bisschen zur Seite. Verfolgen wir nämlich diesen roten Faden weiter. Wir sind jetzt hier unten durch hochgekommen und der Faden geht jetzt hier lang unter dem rosa Faden her und dann geht der Faden hier unter dieser Schlaufe wieder, wo wir gerade auch durchgekommen sind, wieder zurück. Und da ziehe ich den Faden dann lang. Und dann geht der Faden wieder hier weiter, wieder durch die nächste Schlaufe durch und durch die rosane Masche, durch die wir gerade auch schon gekommen sind, wieder zurück. Und dann sehen wir, dass der Faden hier oben wieder lang geht, durch die nächste rosane und durch die rote Masche, durch die wir gerade eben gekommen sind, auch wieder zurück. Also immer abwechselnd geht das hier so hoch und runter und ich verfolge einfach den Faden, wie er eben hier auch liegen würde. Oder wo er lang gekommen ist. Und so gehe ich den einfach hier entlang durch. Immer hin und her den Faden einfach verfolgen. Und das mache ich für so ein paar Mal. Vielleicht durch so drei Maschen oder so. Also hier so eins, zwei, drei. Gut, machen wir jetzt hier noch so eine vierte. Gehe ich noch einmal durch. Und dann ist der Faden erstmal hier so gut mitgenommen. Ihr könnt auch zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen nur durch so ein Teil von einer Masche einstechen. Einfach damit sich das schon mal so ein bisschen mehr verheddert. Aber ihr seht, von vorne verändert sich dadurch gar nichts. Also hier sieht es genauso aus. Hier hinter haben wir das gerade mitverfolgt. Aber von vorne sieht man das nicht, weil wir genau die Maschen mitverfolgt haben, genau mitgleich gegangen sind. Und um den Faden jetzt noch ein bisschen mehr zu vernähen, wenn ihr ein enges Maschenbild habt, so wie hier, also keine Löcher irgendwie dazwischen oder so, dann könnt ihr von hier, das Loch haben wir ja zu, einfach so ein bisschen mit der Nadel hinten durchgehen, also immer nur durch so die, durch den Faden an sich so in der Mitte auch ein bisschen durchstechen, also den Faden durchbrechen und nicht komplett nach vorne durchkommen, sondern nur so auf der Rückseite bleiben und ein bisschen da durchgehen. Wenn ihr jetzt große Löcher habt oder so und das vom Maschenbild her man nur dann vorne sehen würde, dann könnt ihr hier an der Stelle auch einfach einmal den Faden nochmal durch eine der Maschen so ein bisschen durchziehen und dann sogar einen Knoten reinmachen, hier einmal durchziehen und dann den Faden dann abschneiden. Ihr habt das ja schon ein bisschen verfolgt, der ist ein bisschen reingewebt. Und dann könnt ihr da so einen ganz kleinen Knoten hinmachen und das fällt später auch nicht mehr auf. Dann könnt ihr das abschneiden und der erste Faden ist damit dann auch vernäht. Und wie gesagt, von vorne kann man das ja hier gar nicht mehr erkennen, dass da ein Unterschied ist. Und jetzt beim Rosanen zeige ich euch mal, wie das auch aussieht, wenn man da hinten noch so ein bisschen durchgeht, wie man das dann vernäht. Und auch hier hatten wir ja gerade schon gesagt, um das Loch richtig zu schließen, gehen wir nicht nach links weiter, sondern das hier ist unsere letzte Masche, sondern wir gehen in die Richtung weiter, also genau die andere wie den roten Faden, damit sich das Loch wirklich richtig hier schließt. Und hier schaue ich jetzt auch, wo das letzte Mal meine rosa Faden lang gegangen ist. Wenn ihr das jetzt in der gleichen Farbe habt, dann könnt ihr einfach hier schauen, wo der rote Faden herkam und den dann rückwärts verfolgen. Das ist dann eine Reihe da drunter. Und wenn wir jetzt hier den rosa oder einen Farbwechsel haben, verfolge ich eben das nächste, wo hier der rosa Faden lang geht. Also hier komme ich raus und ich sehe, dass hier ist mein Loch
Und dass ich hier dann die erste rote Masche habe, unter der ich dann einsteche und dann den Faden von hier aus verfolge. Der geht dann hier durch die Masche da drunter. Und auch hier gucke ich, dass ich das so festziehe, dass das hier vorne gut aussieht. Und vom Maschenbild her zum restlichen Maschenbild passt. Und ihr seht auch, dass diese Stufe dadurch ein bisschen kleiner wird, einfach nur durchs Vernähen. Es gibt auch andere Tricks, wie man generell darauf achten kann, dass keine Stufen entstehen beim Rundstricken. Aber wenn ihr einfach den Faden wechselt, kann man allein durch dieses Vernähen, dass man in die anderen Richtungen weitergeht und den verbindet, schon so ein bisschen die Stufe kleiner machen. Genau, und jetzt hier hinten verfolge ich auch den Faden. Der geht dann hier rum weiter, durch diese Masche durch und kommt durch diese rote wieder durch. Und dann geht der hier wieder weiter unter der nächsten roten Masche durch und durch die, die wir gerade gekommen sind auch. Und dann geht es hier wieder rum. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen schwierig, das zu verfolgen, aber gerade wenn man sich das ein paar Mal anschaut und auch guckt, wie die Maschen generell so fallen, wie das funktioniert eigentlich beim Glattrechtsstricken. Wenn man das einmal verstanden hat, wo die Maschen lang gehen und der Faden lang geht, wenn man strickt, wie das verbunden ist und dadurch eben auch die Maschen überhaupt so liegen, dann wird es immer logischer und dann versteht man auch, wie man die hier verfolgen kann. Also am Anfang ein bisschen schwierig, aber sonst zieht einfach mal so eine Masche zur Seite, guckt dahinter, wo es weitergeht und dann könnt ihr das eigentlich ganz gut sehen, wo ihr da so lang müsst. Genau, hier gehe ich jetzt einfach ein paar Mal durch und wie gesagt, ihr könnt auch mal einfach diesen Faden durchstechen, nicht so ganz unten durch, sondern einfach nur so ein paar Fäden quasi von dem Garn mitnehmen. Also einfach da so ein bisschen das durchbrechen, damit das besser hält und auch sich so schon ein bisschen mehr vernäht, als wenn ich da einfach komplett durchstechen würde. Und dann auch können wir auch hier nochmal von vorne sehen, hier sind wir jetzt auf der Rückseite lang gegangen und das sieht man von vorne überhaupt nicht. Genau, und dann kann auch hier der Faden vernäht werden weiterhin. Das mache ich dann, indem ich jetzt zum Beispiel hier mal einfach in der gleichen Farbe, ich würde jetzt nicht bei dem roten den Faden vernähen, sondern in der gleichen Farbe hinten auf der Rückseite so ein bisschen quer durch lang gehe und dafür einfach ein paar Maschen so ein bisschen durchsteche und den Faden da durchziehe. Und dann können wir auch hier mal von vorne schauen, wenn ich dann nur so ein bisschen den Faden durchsteche, hier hinter liegt der jetzt gerade, sieht man das gar nicht. Und dann kann man auch noch mal ein bisschen zurück, vielleicht sogar einmal kreuzen und den eigenen Faden noch mal ein bisschen, mit dem man gerade vernäht, durchstechen, damit das wirklich hält. Und wenn ihr da so ein bisschen hin und her seid, dann könnt ihr auch da den Faden abschneiden. Und dann kann man also entweder einfach nur hier einen kleinen Knoten machen oder hier auch nochmal so durchgehen, je nachdem, was euer Maschenbild ist und was sich da anbietet. Und wie gesagt, von vorne sieht das dann so aus, also wirklich komplett glatt rechts. Man kann nicht erkennen, wo vernäht wurde und es ergibt ein schönes Maschenbild mit einer unauffälligen Vernähung und hier ist eben kein Loch. Genau, mit den, wenn ihr so am Anfang oder am Rand auch Maschen habt, wenn ihr zum Beispiel am Rand die Farbe gewechselt habt, dann könnt ihr die super am Rand einfach auch vernähen. Wenn der später zu sehen sein soll und das ein besonderer Rand ist, dann würde ich das da auf der Rückseite machen. Wenn der Rand aber später innen sein sollte, dann kann man da super entlang vernähen und den Faden da einfach so ein bisschen durchziehen. Und so sieht das dann von vorne aus. Also hier unten haben wir das vernäht und ihr seht, das kann man überhaupt nicht mehr sehen. Und hier sind wir am Rand lang gegangen. Da ist er ein bisschen dicker jetzt hier als unten, aber wenn das später zum Beispiel mit was anderem vernäht werden soll und der sowieso innen liegen würde, dann ist das auch eine super Option. So, also was die Vernähung von so Übergängen angeht und generell auf der Rückseite von der Arbeit. Ich habe mal noch ein weiteres Stück vorbereitet. Wie sieht das denn aus, wenn wir jetzt hier so ein Muster haben? Ich habe nämlich jetzt hier in der Mitte einmal
die Farbe gewechselt. Und auch hier würde ja ein Loch entstehen, wenn wir das zum Beispiel so vernähen, das eine in die Richtung und das hier hinten. Und dann haben wir hier auch ein Loch. Also da gilt genau das Gleiche, wie wir es hier gerade gemacht haben, dass wir in die entgegengesetzte Richtung eben weitergehen, um das Loch zu schließen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel hier so ein Doppelripp habt oder auch ein einfaches Rippmuster, eigentlich egal was, verfolgt man einfach weiter die Maschen. Und das funktioniert hier eben auch genauso. Der rote Faden kommt jetzt von der Seite und der rosa Faden von der Seite. Das kann man immer gut daran erkennen, dass wenn man das in die eine Richtung macht, dass dann das Loch entsteht. Und wenn man das genau in die andere Richtung hält, dann schließt sich das Loch. Und in die Richtung muss man den Faden dann weiter vernähen. Also hier ist es genauso dann auch, dass der Faden verfolgt wird. Und wie das jetzt hier bei einem Rippmuster aussieht, wollte ich euch nochmal kurz zeigen. Der rote Faden kommt jetzt also von hier. Und theoretisch würde jetzt, wenn ihr die gleiche Farbe verwendet habt, hier der Faden weitergehen, denn da kommt der rosa Faden raus. Und dann sticht man hier auch wieder ein und verfolgt diesen rosa Faden weiter, wo der herkommt. Wenn ihr jetzt einen Farbwechsel habt, dann stecht ihr da ein, wo eine Reihe drüber, wo die Farbe auch das letzte Mal war, damit man den Faden später nicht sehen kann. Das heißt, ich sehe jetzt, hier ist dieses Loch und da geht der Faden dann weiter, bei dem ich den gut verfolgen kann, damit man das Rot nicht sieht. Da steche ich ein und verfolge jetzt den Faden. Der geht unter diesen beiden Maschen hierher. Ups. Und dann geht der hier unten wieder rein. Und dann wechselt diese rechte Masche zu einer linken Masche. Und der Faden geht da hinten unten dann so weiter, wie wir es eben auf der Rückseite vom Glatt rechts auch gesehen haben. Also ich komme erstmal hier wieder durch. Und dann sehe ich, der geht hier unten durch. Unter diesen zwei Maschen her. Also ich verfolge wirklich mit den Augen einfach den Faden und gehe immer dahinter lang, wo auch gerade der Faden zu sehen ist, wo der das letzte war quasi. Und das geht dann zu diesen linken Maschen hier eben über. Upsala. Und hier geht der Faden dann wieder in die rechte Masche über. Das heißt, er geht hier hinten einmal lang. Ups, sie liegt so ein bisschen dahinter, unter diesem rosa Faden wieder her. Und dann geht es hier unten durch wieder zu dieser Masche weiter. Am Anfang ein bisschen schwieriger zu erkennen als einfach bei glatt rechts. Aber auch da, wie gesagt, wenn man so ein bisschen sich überlegt, wie funktioniert das denn mit diesem, wo gehen denn die Maschen überhaupt lang, wie funktioniert diese Verbindung vom Stricken, wenn man das einmal sich so ein bisschen mehr angeschaut hat, dann sieht man auch gut, wo die lang gehen. Man kann die Arbeit ja auch immer mal wieder hin und her wenden und gucken, wo der Faden so lang geht, wenn es auf der anderen Seite einfacher ist. Und dann kann auch hier der Faden so ein bisschen wieder durch vernäht werden oder auf der Stelle einen Knoten gemacht werden, je nachdem auch, ob beide Seiten zum Beispiel später zu sehen sein sollen. Wenn später beide Seiten außen sind, dann würde ich auf jeden Fall nicht jetzt hier so quer durchgehen. Was da immer auch ein ganz guter Trick ist, finde ich, ist eine Reihe zum Beispiel zu verfolgen und da dann so ein bisschen durch die Maschen immer von der einen Seite so ein bisschen einzustechen und die so ein bisschen zu verfolgen, auch hier zu durchbrechen und da den Faden ein bisschen durchzuziehen. Ihr seht, man sieht den zwar ein bisschen, aber es ist trotzdem relativ unauffällig und unauffälliger, als wenn man da jetzt so quer durchgehen würde. Also ihr seht den hier so ganz leicht, aber eigentlich könnte auch die Seite später außen sein, weil man das eigentlich auch kaum erkennen kann. Ja, und hier auch mit der anderen Seite dann auch in die entgegengesetzte Richtung wieder vernähen, um das Loch wirklich zu vermeiden. Und dann seht ihr, dass wir hier auch ziemlich unauffällig unsere Maschen vernäht haben.
Ich hoffe, ihr konntet etwas aus dem Video mitnehmen und habt ein paar neue Tricks oder Tipps gelernt. Und wenn ihr jetzt Lust habt, noch ein paar weitere Techniken euch anzuschauen, wie man zum Beispiel sehr schöne Abschlusskanten stricken kann, dann schaut mal hier vorbei. Da verlinke ich euch ein Video, in dem ich euch 3 Arten zeige, wie ihr schöne Abschlusskanten stricken könnt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf euch und hab euch ganz doll lieb. Bis bald. Ciao.